Herzlich willkommen zu meinem zweiten heutigen Ausschussreport zum Ausschuss Digitale Agenda, bei dem heute zuerst unsere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Gast war. Damit ich nicht verspreche, werde ich sie im weiteren Report abkürzen als AKK. Ihr kennt das ja schon aus den Medien. Sie hat uns einiges erzählt über den Stand der Digitalisierung in der Bundeswehr und anschließend konnten wir Fragen stellen. Ich habe zum Beispiel eine Frage gestellt, die sich bezieht auf einen Bundesrechnungshofbericht von Ende 2018. Da stand drinnen, dass in den zuständigen Einheiten, die sich um IT kümmern sollen, wesentliche Funktionen aus dem Bereich IT-Sicherheit über Jahre nicht besetzt gewesen sind und dass selbst in den Prüfbereichen für IT-Sicherheit massenhaft Personal fehlt. Ich habe also nachgefragt, stimmt das heute immer noch? Fehlt in einem so kritischen Bereich wie IT-Sicherheit wichtiges Personal und wie will man das verändern? Die Antwort darauf war, ja, so ganz konnten wir diese Personallücken noch nicht füllen, aber die wären auch nicht überall da, sondern nur in bestimmten Organisationseinheiten. Da sind sie aber immer noch da, man baut sie aber langsam ab und man hofft, in ein paar Jahren hätte man diese IT-Sicherheitspositionen alle gefüllt. Ein zweites Thema, das mich beim Militär und Digitalisierung immer sehr interessiert, ist das Thema autonome Waffensysteme. Da habe ich mal gefragt, ob Annegret Kramp-Karrenbauer eine Definition teilt, die das Amt für Heeresentwicklung gerade veröffentlicht hat. Und die Definition lese ich euch mal kurz vor. Ein letales autonomes Waffensystem ist ein Waffensystem, welches in erster Linie dazu bestimmt ist, tödliche Gewalt allein gegen Personen zur Wirkung zu bringen. Diese Definition bedeutet im Klartext, ein tödliches autonomes Waffensystem ist nur eins, das quasi wie ein Gewehr ein Mensch erschießt, der auf der Straße rumrennt, aber nicht eine Waffe, die zum Beispiel ein Flugzeug, ein Schiff oder ein Panzer mit Menschen drin trifft, die dann natürlich auch sterben. Das ist dann in meinen Augen auch ein tödliches autonomes Waffensystem, aber nicht nach diesem Amt. Ich habe also AKK gefragt, teilt sie diese Definition? Und was hält sie eigentlich generell von tödlichen autonomen Waffensystemen? Dazu habe nämlich nicht nur ich eine dezidierte Meinung, sondern, und da lese ich euch nochmal was vor, auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der hat sie nämlich bezeichnet als moralisch abscheulich und politisch inakzeptabel. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Mich interessierte aber, wie AKK das sieht. Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, diese schon vorgelesene Definition, die teilt sie nicht. Ihr Haus hätte eine andere. Welche hat sie da aber nicht genau präzisiert, aber immerhin. Und was die Position zum Thema autonome tödliche Waffensysteme angeht, sagt sie, wäre es das Allerwichtigste, dass der Mensch am Ende noch die Letztentscheidung trifft und dass zuordnenbar ist, welcher Mensch sie getroffen hat. Also sozusagen, autonome Systeme entscheiden alles vor und irgendein Soldat oder Soldatin drückt noch den roten Knopf, dann wäre eigentlich alles fein. Wir wissen inzwischen von Wissenschaftlern, dass es a. sehr wenig Forschung dazu gibt, wie sich Menschen unter solchen Bedingungen verhalten und b. dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie eine sehr zurückgenommene eigene Autonomie empfinden in der Entscheidungsfreiheit, wenn ihnen quasi eine Entscheidung vorserviert wird von so einer künstlichen Intelligenz. Insofern kann man fast autonome und ganz autonome tödliche Waffensysteme gar nicht so scharf voneinander unterscheiden und ich finde, es ist sehr gefährlich, das zu tun. Viel diskutiert wurde auch über das Thema Hackbacks, also ein Gegenangriff der Bundesanwehr bei Hackerangriffe aus dem Ausland. Denn AKK hat klargestellt, die Bundeswehr muss die Bundesrepublik gegen alle Arten von Angriffen verteidigen und dazu gehören auch Cyberangriffe. Das ist natürlich schwierig, solche Hackbacks, denn die sind im Grundgesetz nicht abgedeckt. Da haben wir auch zugefragt und AKK meinte, ja, da gibt es einen gewissen Graubereich, bevor der Verteidigungsfall eintritt, der im Übrigen durch das Parlament erklärt werden muss, denn es ist eine Parlamentsarmee, die nicht einfach irgendwo gegen angreifen kann, wenn sie sich angegriffen fühlt. Das muss das Parlament erst freigeben. Diesen Graubereich, sagt sie, den muss man aber irgendwie regulieren und wahrscheinlich braucht es dafür eine Grundgesetzänderung. Meine Meinung, nö, braucht man nicht. Gegenangriffe, Hackbacks sind völlig gaga, schon weil man gar nicht zuordnen kann, wo genau eine solche Attacke herkommt. Das und noch ein paar andere Themen haben wir diskutiert, ging auch um 3D-Drucker im Feld in Afghanistan und auch einiges andere. Aber ich will euch auch noch ein bisschen über unseren zweiten Gast erzählen, nämlich Doro Tobeer aus dem Kanzleramt.
Dorothee Bär hatten wir eingeladen, weil sie die zuständige Staatsministerin für Digitalisierung ist und wir in allen Fraktionen festgestellt haben, mitten in den Haushaltsverhandlungen, dass für uns in den kilometerdicken Haushaltspapieren für den Haushalt des nächsten Jahres nicht wirklich absehbar ist, in welchem Haushalt, von welchem Ministerium ist eigentlich was drin, was irgendwie mit Digitalisierung zu tun hat. Unser Wunsch, den wir an Dorothee Bär herangetragen hatten, war, erzähl uns doch mal, in welchem Ministerium steckt was drin? Die Antwort von ihr war, es gab eine offizielle Abfrage, die Federführung hatte das Finanzministerium. Leider hat sie keine Antwort, weil ein paar Ministerien haben die Antwort verweigert und gar nichts geschickt. Ein Ministerium hat den kompletten Haushalt geschickt und gesagt, das ist alles irgendwie mit Digitalisierung. Andere haben Listen geschickt, mit irgendwelchen Dingen aufgelistet. Und dann gab es wieder Ministerien, die haben gesagt, hängt von der Definition von Digitalisierung ab, können wir nicht machen. Ein anwesender Vertreter des Verteidigungsministeriums meinte zum Beispiel, jetzt kommt ein interessantes neues Wort für mich, ein Mehrzweckkampfschiff. Wie soll man denn da den Anteil an Digitalisierung ausrechnen? Da ist ja auch ein bisschen Digitalisierung in jeder Kanone drin. Ganz schön schwer. Also haben wir diese Zahlen nicht gekriegt und einfach andere Sachen gefragt. Denn aus jedem Ministerium war ein Vertreter oder eine Vertreterin da. Ich habe zum Beispiel sämtliche Ministerien gefragt, ob sie in ihren Haushalten irgendeinen Posten drin haben, der soziale Innovationen fördert. Da gab es ganz interessante Antworten. Von einigen Ministerien kam, nö, da haben wir gar nichts. Von anderen Ministerien kam, da sind sie schon ein bisschen am Dinge experimentieren, mal antesten. Und andere wiederum sagen, ja, da machen wir schon ganz viel. Vom BMI haben wir gehört, dass man das Engagement an der Schnittstelle von digital und sozial im nächsten Jahr sogar verstärken will. Man möchte eine Digital Social Week veranstalten und noch eine ganze Menge anderer Dinge, die ich sehr interessant fand. Das BMWI fördert ja zum Beispiel auf allen möglichen Wegen Startups und den Mittelstand. Da gab es die Information, dass sie jetzt erstmalig experimentieren wollen mit drei verschiedenen Investitionspunkten, an welcher Stelle sie soziale Innovationen fördern können. Diese drei Themen sind einmal Digitalwirtschaft, aber im nicht technischen Bereich, also rein nicht technische soziale Innovationen. Es ist die Kunst- und Kreativwirtschaft damit gemeint. Und das dritte sind Sozialunternehmen, von denen man aber noch irgendeine wirtschaftliche Komponente erwartet, soll also nicht ein reines Sponsoring vom Staat sein. Aber es muss jetzt nicht hochgradig profitabel sein. Fand ich, klang jetzt nicht so schlecht. Ich bin neugierig, wie das läuft. Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung haben wir erfahren, dass es ganz viele verschiedene Dinge gibt. Man konnte da gar nicht groß Beispiele nennen. Man will sie uns aber zuschicken. Und vom BMAS, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, haben wir gehört, dass es eine Civic Tech Plattform gibt, auf der man Sozialinnovationen matchen will mit möglichen Finanzierungsmodellen. Und man plant KI-Experimentierräume, wo man für Implementierungen von künstlicher Intelligenz auch für soziale Innovationen Finanzen beantragen kann. Das, finde ich, klingt besonders vielversprechend. Ich könnte mir da zum Beispiel Chatbots als Formulare vorstellen, einen Hackathon, der sowas macht und davon finanziert wird. Das würde mich mal interessieren, da bleibe ich auf jeden Fall am Thema dran. Gefragt habe ich auch noch mal nach dem Budget für die Open Government Partnership. Das war nämlich 1,1 Millionen im Kanzleramt und im neuen Haushaltsentwurf standen 0 Euro. Mit 0 Euro kann ich keine Open Government Partnership machen. Aber da habe ich heute noch mal nachgefragt und erfreulicherweise die Antwort bekommen, das Budget ist nur umgezogen. Man konnte mir nicht genau sagen, an welcher Stelle es jetzt steht, aber es ist nicht gestrichen. Es steht einfach nur woanders. Es gibt sie noch, die kleinen guten Nachrichten. Neben ganz vielen anderen Dingen, auf die ich gar nicht im Detail jetzt noch eingehen kann, sonst wird dieser Report zu lang und ihr haut zu früh ab und hört nicht bis zum Ende. Eine Sache will ich euch aber noch erzählen, nämlich ich habe im BMAS nachgefragt, ob sich dort irgendeine Abteilung mit der langfristigen Sicherung der sozialen Sicherungssysteme beschäftigt. Also damit, wie wir eigentlich Rente, Pflegeversicherung und diese ganzen Sachen aufrechterhalten können, wenn weniger Menschen Erwerbstätigkeit haben, sagen wir mal in 20, 30 Jahren, und Roboter und Software mehr von unseren Aufgaben übernehmen. Die Antwort darauf hat mich nicht wirklich befriedigt, denn es gibt dort ein Team, das sich mit der Regulierung oder Regulierungsbedarfen für Plattformunternehmen beschäftigt. Das ist zwar auch wichtig, es ist aber nicht das, was ich gemeint habe. Ich meinte wirklich, wie bezahlt man unsere Rente, wenn die Lohnquote kleiner wird und wenn die Wertschöpfung nicht mehr über Löhne in dem Maße verteilt wird wie heute. Ich glaube, wir brauchen völlig andere soziale Sicherungssysteme und es scheint sich nach wie vor niemand damit zu beschäftigen.
Jetzt habt ihr wieder recht lange durchgehalten, aber es waren auch viele Themen heute dran im Ausschuss mit den beiden Gästen, die wir hatten. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Durchhalten und bis zum nächsten Mal.